Moin zusammen, willkommen zum dritten, halt vierten Teil unserer Vorlesung, in dem ich im Bereich Qualitätssicherung Ihnen etwas über formale Verifikation, genauer gesagt den Anteil davon Model Checking erzählen möchte. Die Idee dahinter ist eben kennenzulernen, was kann man wirklich genau verifizieren, also nicht validieren, testen, also überprüfen, sondern wirklich verifizieren, sicher die Aussage machen, das ist bewiesen, dass etwas korrekt ist. Und natürlich möchte man ein bewiesenes, korrektes Programm eigentlich haben, zumindest an kritischen Stellen. Und ob und wie weit man da hinkommen kann, das werden wir in diesen Veranstaltungen sehen. Ich erinnere vorab nochmal an die schöne Einleitung, die ich gemacht hatte. Da hatte ich Ihnen auch was erzählt über Entscheidbarkeit. Sie wissen, dass wenn ich eine beliebige Anforderung formuliere und ich Ihnen ein beliebiges Programm gebe, es kein Programm geben kann, das diese Anforderung überprüfen kann. Das ist unentscheidbar, das heißt also, so ein Algorithmus kann es nicht geben. Das kann es sehr wohl geben, wenn wir die Sachen einschränken. Das heißt, wir müssen überlegen, was soll mein Programm können und was sollen meine Anforderungen können. Das ist so ganz grob die Grundidee, die hinter einem Model Checking besteht. Die werden wir uns natürlich da nochmal genauer angucken. Ich habe hier noch eine kleine Aufteilung als nächstes aufgeschrieben, dann die Bereiche, die wir uns angucken. Und wir werden sehen, dass wir hier keine Programmiersprache nutzen, sondern eine Spezifikationssprache. Die bietet uns viele Möglichkeiten an. Und eben für unsere Realität müssen wir dann entscheiden, was wir davon nutzen wollen. Wie man diese Spezifikationssprache mit der Realität zusammenbringt, darüber werde ich mehrfach kurz was erzählen, eigentlich auch am Ende hin nochmal deutlich genauer darauf eingehen. Man sehen kann, dass eben das ein wichtiges Hilfswerkzeug sein kann auf dem Weg zu korrekter Software. Aber das leider schon vorweg, Spoiler-Alarm, es gibt keine wirklich sehr gute Lösung. Also es gibt nicht die perfekte Lösung dazu, dass man sicher sein kann. Der große Vorteil vom Model Checking, was wir uns hier angucken, ist allerdings, dass wir hier ganz einfach die Möglichkeit haben, Teileprogramme oder einzelne Teile als korrekt zu beweisen. Das heißt, sehr wohl, es kann Fragmente geben, die korrekt sind. Ja, Literatur habe ich hier nochmal angegeben. Das hier können Sie wie immer frei runterladen innerhalb der Hochschule, müssen sich halt mit der Hochschule verbinden in der Form. Und das hier sind zwei klassische Bücher dann zu dem Thema, zu dem Model Checker, den wir uns da angucken werden. Der Model Checker, den wir uns da angucken, ist relativ etabliert. Den gibt es schon sehr lange. Wird aber trotzdem weiter genutzt, gepflegt, ja, und bleibt auch weiterhin spannend. Ich werde Ihnen jetzt erstmal kurz erzählen, wie die Grundidee des Model Checkings aussieht und dann eben auch nochmal die Probleme der klassischen Softwareentwicklung, ja, da am Rande rekapitulieren und sehen auch insbesondere, welchen Beitrag dann das Model Checking da geben kann, allerdings auch, welche Grenzen es dazu gibt. Da werden wir eben mit den Chancen und Problemen nochmal genauer drüber reden. Zunächst einmal haben wir den Begriff formale Modelle. Das hat einfach was damit zu tun, dass man formal sein möchte, dass man etwas präzise machen möchte. Das heißt also, wir wollen einen Formalismus haben, der präzise und exakt ist. Nicht überformal, deswegen Formalismus muss man ja immer aufpassen, aber für die Informatik ist das ein sehr guter Begriff. Und Modelle, Modellierung, den Begriff kennen Sie allenthalben in der Informatik, denn egal, ob Sie dann ein Klassenmodell haben, andere Modelle der UML und Sie haben natürlich auch bei verteilten Systemen diverse verschiedene andere Arten von Modellen, die Sie zum Beispiel zur Spezifikation von Protokollen nutzen können. Ja, es geht darum, eben ein Abbild der Realität zu haben, mit dem man die Aussagen über die Realität gewinnen kann. Bedeutet für die Programmierung zum Beispiel, dass wir etwas haben wollen, was programmähnlich ist, für das wir dann Beweise führen können, die wir dann auf ein Programm überführen können. Das ist die Grundidee, weswegen wir ein passendes Modell haben müssen wollen. Das heißt, die Modellierungssprache, die wir uns später angucken, ja, muss zu dem passen, was wir in der Realität haben. Sie muss nicht alles anbieten, was theoretisch möglich ist, sondern es muss nur unser Modell sein. Das einfachste Modell ist natürlich ein Programm, das sequenziell abläuft, ohne einen großen Nichtdeterminismus zum Beispiel oder auch noch ohne große Parallelität. Da sind die einfachsten Dinger. Selbst da kann man nicht alles verifizieren, aber auch da kann man relativ weit kommen. Das gucken wir uns nochmal an. Ja, dass es nebenbei nicht nur ein Modell geben kann, was sinnvoll ist zur Analyse, das werden gerade Leute, die sich ein bisschen mit Naturwissenschaften beschäftigen, sicherlich da auch schon kennen. Und das gilt für die Praxis auch, wenn Sie irgendwas mit Software machen. Ja, können Sie verschiedene Varianten sich überlegen, wie man etwas modelliert und beschreibt und dann sehen, ob die Sachen zusammenpassen. Das ist jetzt einmal der Versuch einer semiformalen Definition, was beim Model Checking eigentlich passiert. Gegeben ist ein Modell, da kommt der Name her, oder eben halt Spezifikation, wenn man es sauber Deutsch übersetzen wollte, und eine Anforderung. Beispielanforderung, das Programm soll immer terminieren.
Eine Variable soll nie den Wert 42 haben, als zweites Beispiel. Ja, und eine Anforderung. Gegeben ein Modell und eine Anforderung, dann überprüft der Model-Checking-Algorithmus, ob das Modell die Anforderung erfüllt oder nicht. Das heißt, es gibt eine absolute Aussage, die korrekt ist dann dazu. Das ist jedenfalls der Wunsch, den wir haben. Falls das Modell die Anforderung nicht erfüllt, sollte der Algorithmus ein Gegenbeispiel liefern, in Klammern, insofern das sinnvoll ist. Das bedeutet eben, ja, man muss sich überlegen, aha, es kann eventuell sogar Fälle geben, wo das dann nicht möglich ist. Ja, wir werden uns einen Model-Checker angucken, namens Spin, entwickelt von Scherer Holzmann, glaube ich, holländisch basiert dann in der Sache, der hat das Ding zunächst als Simulator für Kommunikationsprotokolle im Telekommunikationsbereich entwickelt hat. Und dann gesehen hat, oh, Teile der Protokolle sind nicht so komplex, da kann ich mal alles überprüfen, was theoretisch geht. Und dann kam eben diese Idee zu diesem Verifikationswerkzeug dann, was dann schrittweise immer weiterentwickelt wurde. Alles überprüfen, was es gibt, da blinken bei Ihnen hoffentlich sofort rote Lämpchen. Überlegen Sie ganz einfach mal einen Integer-Wert. Oh, der kann ja relativ groß werden. Da kann man so 4 Milliarden oder sowas dann, jedenfalls ein Standard-Int-Wert ist ein Int32-Wert, glaube ich, 4 Milliarden mit abbilden dann in der Form. Also will man das alles überprüfen, klare Antwort, ja, einmal 4 Milliarden geht vielleicht, aber sonst nicht. Aber das heißt also, man muss Kompromisse finden. Zum Beispiel den Datenbereich kleiner machen. Aber auch wenn man das macht, kann man sich schnell überlegen, Kombinatorik dann, ui, das wird sehr, sehr schnell sehr groß. So ist es auch. Aber der Trick ist eben, dass man sich davon erstmal nicht abhalten lässt, sondern es erstmal versucht und sieht, wie kann man das weiter optimieren. Dieser sogenannte Zustandsraum, der da eine Rolle spielt, also alle möglichen Kombinationen von Werten, die Variablen annehmen können, spielt da eine sehr große Rolle. Randnotiz zu diesem Werkzeug, es hat den ACM Software System Award gewonnen. Wenn man sich so die Preisträger anguckt, eben Unix, Smalltalk, die objektorientierte Sprache, die erste sinnvolle, die es gab in der Form, die man hat, TCP/IP, das Protokoll kennen Sie, World Wide Web kennen wir vielleicht auch, Java auch. Eine Sache muss man schon bemerkenswert sagen, wenn da so ein Tool drin ist, von dem Sie vielleicht noch nichts gehört haben, ist das schon eine kleine Besonderheit. Das Werkzeug ist eben jetzt frei verfügbar, im Wesentlichen seit 1991. Man muss mal auf der Webseite gucken, da muss man, glaube ich, irgendwie noch einen Test machen, dass man ein echter Mensch ist. Warum? Ist halt so. Okay. Man kann das natürlich auch sehr gut runterladen. Sie haben es ja bei mir in meiner Entwicklungsumgebung drin. Deswegen sollte man sich darum gar nicht kümmern müssen dann. Ja, und hier nochmal, die Idee ist, berechne alle erreichbaren Zustände in einem Zustandsraum und analysiere sie. Das habe ich hier auch nochmal versucht, minimal zu visualisieren. Die Idee ist also für einen Model-Checker, Sie haben die Möglichkeit, Anforderungen zu formulieren. Dafür muss es eine Sprache geben. Und Sie haben ein Modell, dafür muss es eine Sprache geben. Die stopfen Sie in den Model-Checker rein. Der arbeitet lange vielleicht, sehr lange vielleicht, vielleicht sogar zu lange, kommen wir auch nochmal drauf. Aber der arbeitet und am Ende sagt er, jo, ist okay. Und sonst sagt er, nee, ist nicht. Bezüglich Modell erfüllt die Anforderungen. Anforderungen können sehr unterschiedlich sein, zum Beispiel Forderung, Programm terminiert immer, verteiltes System, es hat kein Deadlock drin oder man kann eventuell die Sachen auch formal aufschreiben in einer Logik. Sie kennen schon Aussagenlogik mit und oder Negation. Sie kennen aus der Mathematik die Sachen mit dem Allquantor und Existenzquantor und hey, genau in diese Richtung werden wir so langsam da auch gehen. Das Modell selber wird in einer Modellierungssprache geschrieben, die eine formale Semantik hat. Das heißt also, man weiß ganz genau in jedem Schritt oder in jeder Situation, was könnte als nächstes passieren. Da gibt es auch nicht eine Sprache zu, sondern es gibt unterschiedliche Model-Checker mit unterschiedlichen Sprachen. Das hängt auch davon ab, welche Sprachkonstrukte man braucht. Nicht-Determinismus ist zum Beispiel die Möglichkeit eben zu entscheiden, ich könnte das oder das machen. Das ist sehr schön, wenn Sie zum Beispiel Nutzerverhalten abstrahieren wollen, aber auch wenn Sie Sensoren abstrahieren wollen, die irgendwelche Klimadaten, also Temperaturen lesen oder ähnliches dann. Das kann spannend sein. Wie lange dauert etwas mit der Zeit? Das kann spannend sein. Also kann man dann feststellen, innerhalb einer gewissen Zeit kann man etwas erfüllen als Beispielanforderung. Oder gibt es Wahrscheinlichkeiten? Wie wahrscheinlich ist es, dass irgendein Zustand erreicht wird? Überlegen Sie, das können Sie für eine Versicherung vielleicht berechnen wollen oder ähnliches. All solche Angebote gibt es auch im Bereich Model-Checking. Unser
kümmert sich um Nichtdeterminismus. Das heißt, er kann Parallelität spezifizieren und eben dadurch auch Nichtdeterminismus. Das gucken wir uns dann mal an. Ja, der Model Checker prüft wirklich nur, ob das Modell die Anforderung erfüllt und liefert, wenn sinnvoll, steht hier als Ergänzung, Gegenbeispiel. Es gibt ganz einfach Forderungen, bei denen das keinen Sinn macht mit dem Gegenbeispiel. Zum Beispiel haben Sie die Anforderung, das System soll in einen folgenden bestimmten Zustand kommen sollen. Also das System soll irgendwann x gleich 42 als Wert in dieser Variablen stehen haben. Wenn der Model Checker es überprüft und Nein sagt, gibt es kein Gegenbeispiel oder eben das gesamte System ist das Gegenbeispiel. Deswegen diese Formulierung mit den Gegenbeispielen, da muss man mal ein bisschen aufpassen dann. Das ist für mich ab und zu plumpifiziert in der Literatur. Löst diese Idee denn alle Probleme? Ich habe gerade schon über einen Zustandsraum gesprochen und seine Größe. Der spielt da eine große Rolle. Werden wir auch drüber reden, dass man da ein bisschen tricksen kann. Wunderschöne Welt, effiziente Algorithmen zu schreiben, sehr kreative Ideen umzusetzen. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, es gibt immer noch Fehlerquellen. Das habe ich hier mal versucht zu visualisieren. Also die erste Idee, alles was wolkig ist, ist gefährlich dann. Die Aufgabenstellung, das Schlimmste dann. Erstmal, Sie haben eine unpräzise Aufgabenstellung. Wenn Sie die einfach beginnen zu interpretieren und nicht wirklich gemeinsam wissen, was Sie haben wollen, ja, kann man eben auch nicht sicher sein, ob man das System bekommt, was man haben möchte. Das heißt also, dieses Problem bleibt Ihnen trotzdem erhalten. Andere Variante ist, derjenige, der so eine Lösungsidee entwickelt, hat eine unzulässige Interpretation der Aufgabenstellung. Also Missverständnisse gehören da auch immer zu. Dann gibt es die Lösungsidee. Der klassische Weg ist, Sie haben eine Lösungsidee und programmieren das Ding. Und haben hier wunderschöne Probleme der Programmierfehler, die man kennt, wo wir eben mit unseren Tests dazu geschlagen haben. Das ist der Shortcut durch dieses Diagramm durch. Unser Weg ist allerdings, wir versuchen eben Model Checking Verifikation als Beispiel für formale Modelle zu nutzen. Ich sage nebenbei Beispiel, weil es gibt noch andere Bereiche eben. Man kann irgendwie mit Theorembeweisern zum Beispiel arbeiten. Also die Welt da ist noch deutlich größer in diesem Bereich. Ja, was mache ich mit meiner Lösungsidee? Genau, ich muss meine Anforderung formulieren. Ah, da sind sie ja, die hat mir gerade kennengelernt. Und ich muss ein Modell dann eben hier haben. Und durch das Model Checking kann ich dann prüfen, ob die Anforderungen das Modell erfüllen. Sie sehen, hier ist auch nichts Gestricheltes. Hier kann ich keinen Blödsinn machen. Deswegen ist das die Welt, die heil ist. Aber wenn ich meine Anforderungen aufschreibe, können die fehlerhaft sein. Das kennen Sie schon aus dem Bereich Testen. Wenn Sie dort irgendwelche Zusicherungen schreiben und die deutlich zu schwammig formulieren, ja, dann kann es trotzdem sein, dass die Tests durchgehen. Oder Sie schreiben Bedingungen, die so verklausuliert sind, dass da in Wirklichkeit Assert True steht und in Klammern eben nur auf True geprüft wird. Das heißt also, schlechte Anforderungen, davor ist man nicht gefeit. Ja, ein unpassendes Modell, das kann dazu führen, wenn eben Ihre Modellierungssprache nicht wirklich zu Ihrer Aufgabenstellung passt und Sie dann irgendwas wegvereinfachen müssen, Kompromiss machen müssen, der eventuell dazu führt, dass alle spannenden Sachen doch nicht mehr im Modell drin sind. Ja, und dann, darum kümmern wir uns später dann noch, muss man eigentlich das Modell ja in eine Software umbetten oder einbetten. Da muss man es transformieren. Das kann man teilweise versuchen zu automatisieren, deswegen habe ich hier so einen Spezialfall drin. Darüber reden wir aber in der letzten Veranstaltung nochmal genauer. Ja, und dann eben kann man auch hier etwas noch machen. Man kann aus dem Programm ein Modell ableiten. Das ist der Fall, den ich hier eingezeichnet habe. Das heißt, man könnte dann einen Model Checker auf das Modell loslassen. Sie schreiben ein Programm, also erst leiten aus Ihrem Programm ein Modell ab und machen dann ein Model Checking. Das zeigt zum Beispiel schon einen interessanten Ansatz. Ich kann dann mein Programm ganz normal testen, wie ich es so kennengelernt habe. Ich kann aber zusätzlich meinen Model Checker anschmeißen und dort nochmal Anforderungen prüfen. Das heißt, Sie haben damit eine zusätzliche Sicherheit, die Sie gewinnen können. Das ist auch nebenbei schon der praktischste Weg. Schon wieder vorweggenommen, das Spannendste davon, wie man es machen kann. Also, Sie haben dann eben die Möglichkeit, zwei Sachen zur Prüfung zu nutzen, klassische Qualitätssicherung und ergänzend Model Checking. Ja, den Ansatz, den wir hier uns angucken, habe ich Ihnen schon mal ganz kurz erzählt, ist die sogenannte Zustandsraumanalyse. Wir gucken einfach Schritt für Schritt durch, welche Werte können für alle Variablen erreicht werden. Und das ist dann eben immer ein Zustand, wenn ich da immer angucke, wenn ich drei Variablen x, y, z habe, alle möglichen Belegungen von x, y, z, die mein Programm erreichen kann, sind der Zustandsraum meines Programms. Es gibt noch weitere Varianten, was man dort machen kann. Dazu gibt es ja auch nochmal ein schönes Buch. Sie sehen, 1210 Seiten, Handbook of Model Checking.
Da kann man da mal gucken, dass es da auch symbolisches Model-Checking gibt. Was das ist, erzähle ich Ihnen nicht. Wir machen Grundlagenkurs, gebe ich dazu in dem Bereich. Aber kann man sich durchaus dann erarbeiten, nachdem wir uns das hier mal angeguckt haben. Wikipedia, wie immer, gefährlich dann in der Sache. Aber als Ansatzpunkt, um überhaupt mal ein bisschen was über Model-Checking sich anzugucken. Und zum Beispiel ein spannendes, schwieriges Hausarbeitsthema zu bekommen. Ist das auch eine sehr gute Sache? Ja, weitere Werkzeugbeispiele. Ich habe da mal so ein ganz bisschen was hier zusammengesucht. Gucken Sie mal rein in der Form, was es dort gibt. Da gibt es allerdings noch weitere Möglichkeiten. Dass formale Verifikation aus anderes kann, zum Beispiel Theorembeweise, hatte ich Ihnen gerade schon erzählt. Nutzt das denn wer? Und die Antwort ist ja. Es wird typischerweise in hochkritischen Bereichen genutzt. Und man versucht damit, einen Teil des Systems zu verifizieren. Das heißt also, man möchte damit feststellen, ob dieses System wirklich diese Eigenschaften dann hat. Nicht eine gesamte riesige Software, Zustandsraumexplosion oder der große Zustandsraum halt, aber der Bereich davon. Hier sind so Systeme genannt, in denen eben Model-Checking teilweise zentral, teilweise ergänzend genutzt wurde. Fluttor nahe Rotterdam, das ist so ein Spezialsystem eben. Sie wissen, Niederlande ist relativ niedrig und könnte schnell überschwappen. Da muss man was gegen machen. Raumfahrt, da gibt es diverse Sachen, wo es eingesetzt wurde, weil die Raumfahrt auch leider sehr drastische Fehlerquellen immer gezeigt hat, dann, wo eben Flüchtigkeitsfehler dazu geführt haben, dass irgendwas nicht lief. Also hier verschiedene Varianten, die es gibt, dann irgendwelche Sonden, die irgendwo rumfliegen. Microsoft hat das mal für Deadlocks mit Treibern und macht es teilweise auch noch dazu. Also eine Zusatzanalyse, könnte es passieren, dass der Hardware-Treiber, den man dort hat, zu einem Deadlock führt. Also das System läuft nicht mehr oder die Hardware-Komponente nicht. Sicherlich eine zentrale Aufgabe, da ist es wohl sinnvoller, da mal was reinzuschreiben und packen. Hardware-nah, bei speicherprogrammierbaren Steuerungen gibt es Ideen dazu. Auch wie man dann eben zum Beispiel Modellierungssprachen nutzen kann, woraus man direkt so ein Steuerungsprogramm ableiten kann. Auf der Speicherebene mit drin gibt es dann eher Sachen auf der Hardware-Ebene, die dort genutzt werden. Weiterer wichtiger Bereich, Automobilindustrie, gibt es eben dann eben einzelne Abteilungen, die sich damit beschäftigen. Zum Beispiel aktive Lenkunterstützung. Dort wurde das Model-Checking nebenbei erst dann genutzt, als die normale Software gescheitert war. Einfach wurde dann die Lenkung abgeschaltet. Das war irgendwie nicht so schön. Ja, dann hat man das Modell eben reingestopft und geguckt, liegt der Fehler in der Software? Nebenbei, da kann auch einfach die Antwort Nein rauskommen und gesagt werden, es ist ein Hardwarefehler, also ein Fehler, den man nicht in der Software finden kann. Das kann durchaus dabei auch passieren. Ja, Modellierungsebenen beim Auto, eben bei Nissan, Toyota ebenfalls irgendwann, auch eine Analyse einer Software, dann irrtümliche Beschleunigungsereignisse, klingt nicht lustig, war es auch nicht. Sie wollen nicht, dass Ihr Auto auf einmal beschleunigt, weil sie irgendwie dann irgendwie am Radio rumgespielt haben, in Anführungsstrichen. Ja, okay. Ja, Medizin ist auch ein weiter kritischer Bereich, in dem so etwas drinsteht. Ja, das ist also dann, was man da machen kann. Ja, ein Ansatz hier durchaus der Werbebroschüre ist eben die Frage, wie kann man das hier verknüpfen? To build trust in artificial intelligence. IBM wants developers to prove their algorithms are fair. Aha, die Idee, kann man das nachweisen, dass man faire AI-Algorithmen hat? Sie wissen, künstliche Intelligenz, Hauptkritikpunkt ist, die meisten Algorithmen davon brauchen Testdaten, aus denen sie dann eben die Schlüsse für andere Bereiche ziehen. Und wenn diese Testdaten Macken haben, dann kann das sehr, wenn genau diese Macken auch wieder in den Entscheidungen des KI-Systems auftreten. Das hat man unter anderem bei Rechtssystemen festgestellt. Ja, dass man dann eben auf die Idee kommt, Leute wegen ihrer Rasse zu diskriminieren, was implizit in diversen Rechtssystemen halt passiert. Ja, und diese implizite, also nicht unbedingt bewusst gewollte, aber trotzdem irgendwie vorhandene, ja, das Racial Profiling und ähnliche Dinge, was so in solche Bereiche reingeht, das würden Sie ganz genau durch KI-Algorithmen wiederfinden. Und das wollen Sie sicherlich nicht. Starten wir lieber mit was Technischem. Also gucken wir uns die Spezifikationssprache Promela an. Werden wir Schritt für Schritt kennenlernen. Wir werden auch dazu sehen, dass es dazu ein Werkzeug gibt, und mit dem man eben den Model-Checker-Spin selber. Und dass es dazu eine grafische Oberfläche gibt. Die hat mit dem Model-Checker nur was zu tun, dass er angesteuert wird. Man kann den Model-Checker vollständig aus der Kommandozeile betreiben. Da er allerdings sehr, sehr, sehr viele Optionen hat, die man häufiger gemeinsam kombinieren muss,
rate ich dazu, das doch eher über eine grafische Oberfläche zu machen, die wir uns auch noch angucken werden gleich. Hässlich schon vorweggenommen, aber ja, sie funktioniert. Das ist das schon mal das Wichtige. Okay. Was ist die Idee? Ich möchte ein Modell erstellen, möglichst einfach die Sachen beschreiben, möglichst kompakt. Und wir nutzen jetzt eine Spezifikationssprache, die recht programmsprachennah ist. Allerdings, sie hat eben einen großen Unterschied. Sie hat direkt nicht Determinismus eingebaut. Nicht-Determinismus heißt also, es kann auch von einem Zustand aus verschiedene Folgezustände geben. Und da gibt es keinen, Sie kennen eventuell aus der theoretischen Informatik Epsilon-Übergänge von endlichen Automaten oder dort den Nicht-Determinismus, eine Eingabenzeichen, das, und man kann in zwei verschiedene Zustände reingehen, so etwas dann. Und das geht eben hier auch. Beim Model-Checking werden dann alle Varianten der Spezifikation überprüft. Das ist der gesamte Zustandsraum einer Spezifikation. Das klingt hoffentlich relativ kurz formuliert, nicht sehr schwierig, ist es aber im Kopf reinzubekommen. Ich weiß, dass da durchaus Masterstudierende ab und zu Probleme mit haben. Ist aber ja, ein klassisches Abstraktionsthema, was man dazu hat. Ja, machen wir mal zack und da sehen wir unsere Spezifikationssprache. Wir haben jetzt hier einfach mal zwei Prozesse, in der ich einfach ein paar der Syntaxelemente Ihnen zeigen möchte. Kann man Schritt für Schritt durchgehen und wird dann sehen, was man dort hat. Die Sprache hat ein bisschen ein paar C-Elemente oder auch von anderen Programmiersprachen und ein paar eigene. Sehen wir uns das erstmal an. Was haben wir erstmal? Wir haben die Möglichkeit hier etwas zu definieren. Wie war das noch? Define, falls Sie nicht C gemacht haben. Das hier ist einfach Textersetzung, die man dort hat. Also man kann damit Konstanten definieren. Genauer gesagt eben sagen, dass das große N, bevor ich das Ding hier ausführe, ersetzt werden soll durch 20. Das ist also die Grundidee. Was will ich eigentlich mit dieser Aufgabe hier nebenbei machen? Ich möchte einfach alle Zahlen von 1 bis 20 addieren und ich möchte es parallelisieren, indem ich einmal die ungeraden Zahlen addiere und einmal die geraden Zahlen. Ja, dann gucken wir uns das noch an. Was gibt es hier noch? Globale Variablen. Ganz normal in der Form mit der Bedeutung, wenn wir mehrere Prozesse haben, jeder Prozess kann darauf zugreifen. Prozesse, genau, haben wir hier dran. Proc-Types heißen unsere Freunde. Hier, der heißt einfach ungerade. Der kann Parameter haben, hat er hier mal nicht. Geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Ist also wieder eine Sprache mit geschweiften Klammern, die man hier hat. Jeder Prozess einfach so spezifiziert. Prozesse können lokale Variablen haben. Sehen wir hier dran. X gleich 1 ist also eine ganz normale lokale Variable, wie man sie sonst auch kennt. Dann kommen wir zu den Schleifen. Die sehen etwas anders aus. Erstmal in der einfachen Form gucken wir uns das mal an. Das sind das sogenannte Do-Ot-Schleifen, motiviert durch Dijkstras Guarded Command Language, wo man einfach sagt, es gibt eben innerhalb dieser Schleife mehrere Alternativen. Und wenn eine zutrifft davon, dann kann die ausgewählt werden. Die Alternativen werden durch diese Doppelpunkte hier, das eigentlich hier soll das hier ein kleines Quadrat sein, getrennt. Das heißt, das, was hier als nächstes steht, ist ein. Ja, wir nennen es jetzt erstmal Boolschen Wächter. Wir kommen später nochmal drauf, da steckt noch mehr drin. Also nur die Vorstellung des klassischen Boolschen Wächters ist keine gute Sache. Aber erstmal von der Idee her, das hier ist ein Boolscher Wächter. Wenn das hier erfüllt ist, mache das, was hier hinter steht. Wenn das hier erfüllt ist, mache das, was hier hinter steht. Standardfrage, was passiert, wenn keiner von beiden erfüllt ist? Dann bleibt unser Programm oder unsere Spezifikation bei der Ausführung hier beim Du stehen. Für immer, außer es gibt jemand, der von außen so nett ist und eine meiner Bedingungen erfüllt. Wir haben ja parallele Prozesse dann in der Sache. Also wichtig, es gibt kein implizites Rausspringen aus der Schleife heraus, was man dort hat. Ja, und dann sehen wir eben dran, was da passieren kann hinter dem Pfeil. Und da stehen ganz normale Anweisungen. Die werden auch mit dem Semikolon getrennt. Semikolon muss nicht an allen Stellen stehen. Nutzen Sie es einfach. Man kann damit, glaube ich, keine großen Probleme sich schaffen. Das sollte mal irgendwann raus aus der Sprache, da alle Leute die Sprache dann genutzt hatten, aber sowas immer automatisch reingetackert haben, ist es einfach mal reingekommen. Also das hier ist ein bisschen ja, freier. Hier sind zwei Befehle, die müssen getrennt werden, nebenbei beim Semikolon. Ja, und dann sehen wir hier dran, die Ergebnisvariable wird um x erhöht und x wird um 2 erhöht. Ja, und eben das wird gemacht in dieser Schleife, dann geht man hier hin wieder zum Ott, ist hier wieder hier oben drin, dann wird hier geprüft und gemacht. Ja, und dann kann man eben sehen, dass wir genau bis kleiner gleich n kommen. Und das wird alles aufaddiert und x wird dann noch um 2 weiter erhöht. Ja, wir kommen also hier mit bis 20 und x wird am Ende den Wert 22 haben. 22 größer 20, break, springe hinter die Schleife, okay, und hier ist Schicht im Schacht.
Das hier erzähle ich Ihnen nicht im Detail. Das ist ungefähr genau das Gleiche, außer, nee, denn außer dass ich gerade einen Quatsch erzählt habe. Ich habe ja hier mit 1 angefangen. Ich würde hier bis 19 kommen und dann eben bei 21 hier rausspringen. Hier ist das mit 0 und ich komme bis 20 und mit 22 springe ich dann raus. Das ist also das, was hier steht. Das sind die beiden Prozesse. Das ist erstmal alles statisch. Die Prozesse starten so nicht automatisch. Deutet schon an, wir könnten sie auch automatisch starten, machen wir gleich noch. Aber die Grundidee dann dazu ist, dass es einen zentralen Init-Prozess gibt, der alles startet. Da kann ich zum Beispiel eine Variable initialisieren. Okay, die hat automatisch den Wert 0, aber das ist trotzdem schöner. Und es gibt das Schlüsselwort run, mit dem ich Prozesse starten kann. Ich starte erst diesen Prozess und dann den. Nebenbei, der hier läuft schon. Und wie lange der läuft, bis der hier startet, das ist offen. Das hier ist eine nicht deterministische Spezifikation. Überlegen Sie, es gibt hier nicht einen Ablauf, sondern sehr, sehr, sehr viele Abläufe, weil die können unabhängig voneinander laufen, ungerade und gerade. Und das ist alles erlaubt, was hier so passieren kann. Ja, wir können noch mal kurz festhalten, unser Process oder Protocol Meta-Language, Protocol hieß sie früher mal, egal, was wir dort haben, Meta-Language, kann Prozesse spezifizieren, können Nicht-Determinismus enthalten. Haben wir jetzt durch die Parallelität gesehen. Kleiner Spoiler-Alert, wir können auch hier mit boolschen Werten hier arbeiten und sagen, aha, hier könnte ich genau die gleichen Bedingungen schreiben, dann wird zufällig eine der gewählt, die hier vorne stehen. Syntax orientiert sich ein bisschen an C, globale und lokale Variablen und die Möglichkeit eben hier mit Konstanten zu definieren ist auch recht praktisch. Das ist erstmal so eine Spezifikation und wir werden auch sehen, bevor man damit irgendwie verifizieren will, muss man erstmal prüfen, ob das Ding überhaupt sinnvoll ist. Das heißt, man muss es ausprobieren. Und dafür haben wir die nette Möglichkeit, dann zu simulieren. Das entspricht einer Logik her dem Debug-Prozess. Das heißt also, wir lassen das Ding mal laufen, sehen, was passiert denn so. Das können wir relativ genau beobachten. Um diese Beobachtung nebenbei noch genauer machen zu können, gibt es gerade einen Print-Befehl. Werden wir sehen, dass man damit auch noch ein paar Ausgaben dann erzeugen kann. Typischerweise wird man später natürlich, wenn man Model checkt, da keine Print-Befehle drin haben. Die haben auch keinen Sinn, die kosten nur, ja, machen ja einen Schritt, kosten ein bisschen Zustand. Print-Befehl nebenbei ist der aus C ganz einfach. Sie haben einen Text mit Platzhaltern drin, Prozentzeichen, irgendwas, Komma und dann eine Liste von Variablen, die dahinter stehen. Kleines Beispiel, was wir uns hier angucken, define Prozesse 4o, wieder eine Art Konstante. Er wird ersetzt, globale Variable. Und da das nächste, was wir kennenlernen. Statt unsere Prozesse mit Init zu starten, können wir die auch mit Active starten. Das heißt, mit Active wird automatisch dieser Prozess gestartet. Noch eine Variante, ich kann beim Active optional in eckigen Klammern, sieht wie ein Array aus, soll sich auch so anführen, einfach da eine Zahl reinschreiben, hier die 4. Bedeutet, 4 Prozesse starten sofort, werden also losgelassen hier und plupp, 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 werden die unabhängig laufen, die voneinander. Und dann haben wir hier eine ganz normale Duschschleife, ein kleiner Einrückfehler läuft aber trotzdem. Das Einzige, was wir hier sehen können, solange x kleiner 8 ist, wird x gleich x plus 1 gemacht, print f und dann sehen Sie hier dran, dann wird hier eine Ausgabe hergestellt. Und da sehen Sie, das x wird ausgegeben und das ist das zweite Prozent d. Oh, da sehen wir noch was dran. Kommen wir später nochmal drauf, aber kann man auch jetzt schon erzählen. Das Underscore pit ist ein Schlüsselwort. Und das ist die ID eines Prozesses. Jeder dieser Prozesse kriegt immer eine eindeutige ID. Und wenn man sie nutzen möchte, muss man sie ja häufig nicht, aber man darf es, wenn man sie nutzen möchte, um die Prozesse vielleicht irgendwie verwalten zu können oder sowas, dann kann man darauf mit Underscore PIT drauf zugreifen, Process ID. Deswegen wird hier Prozess Doppelpunkt irgendetwas gemacht. Und dann sehen wir eben hier dran, aha, sichtbar sind Ausgaben, die man hier sehen könnte, so ein kleines Fragment aus der Ausgabe heraus und sieht dann, in welchem Prozess man drin ist. Man sieht dann dran, hier Prozess 1 hat x gleich 6. Ah, das wird einer der Prozesse sein, die man dort haben kann. Und hier sehen wir so schrittweise, welche Schritte ausgeführt werden. Man genau guckt, stehen hier Anweisungen, die finden wir auch alle, die hier und so, die finden wir auch alle hier in dem Programm mit drin. Deswegen, das ist also dann so die Grundidee. Das heißt also, man kann im Simulator dann genau verfolgen, was im Programm passiert, plus noch explizite Ausgaben, weil man sich da was Schöneres angucken möchte. Nebenbei, wenn wir jetzt zusammensitzen würden, würde ich Sie fragen, welchen Wert hat x denn am Ende meiner Spezifikation?
Dann könnte man ganz locker sagen, x kleiner 8, x gleich x plus 1, oh, kriegt x den Wert 8. Else, ja, else ist ein ganz braves else, wie Sie es kennen, ist einfach dafür da, wenn nichts anderes irgendwie genutzt werden kann, kann ich das else nutzen. Also else break heißt, hier gehe ich aus der Schleife raus. Ja, also hat x am Ende den Wert 8. Die Antwort ist korrekt, wenn Sie nur einen Prozess haben. Denken Sie dran, wir haben Nebenläufigkeit und Parallelität. Das heißt, das könnte theoretisch passieren. Wir machen plupp, plupp, plupp. X kriegt den Wert 7, den wir dort haben. Dann sagt der erste Prozess, oh, 7 kleine 8, ich gehe mal hier hin und bleibt hier, wo mein Cursor jetzt steht, hier oder mein roter Fleck genauer gesagt, stehen. Der zweite Prozess sagt, x kleiner 7, okay, ich gehe hier hin, bleibt da stehen oder wird erstmal nicht weiter ausgeführt. Das macht auch der dritte und der vierte Prozess. Das heißt also, wenn wir x kleine 8 haben, wenn wir 7 haben, können wir viermal dieses hier noch ausführen. Das heißt, der Wert ist 11, den ich da abgefragt hätte. Am Ende könnte hier der Wert 11 rauskommen. Wenn Ihnen das nicht klar ist, bleiben Sie hier erstmal stehen oder sitzen und überlegen und malen Sie sich auf, wieso da eine 11 rauskommen könnte. Wenn Sie es da nicht hinkriegen, schmeißen Sie es in die Simulation, die ich Ihnen relativ bald zeigen werde. Und vielleicht werden Sie es dann sich genauer angucken können. Ja, gerade schon versprochen, Nichtdeterminismus gibt es mit diesen Alternativen, die aus den Doppelpunkten bestehen. Dijkstra's Guided Command Language, was wir dort haben. Das heißt ganz einfach, diese Guards, die hier stehen, diese Boolschen Wächter, müssen nicht disjunkt sein bezüglich ihrer Wahrheitswerte. Es kann also sein, dass mehrere davon wahr sind. Wenn ich es mir zum Beispiel angucke, wenn ich x gleich 5 habe, ist x kleiner 10 und x kleiner 15. Für eine Simulation, klar, kann man dann auswählen, mach mal das oder mach mal das. Für die Verifikation werden aber beide Sachen ausprobiert. Das heißt also, alle Alternativen, die es gibt, werden ausprobiert und es wird eben dann mal der Weg und mal der Weg genommen. Und das heißt, das if, was wir nebenbei hier noch kennenlernen, sieht sehr ähnlich aus wie do-ot, hat ein if und eben keine geschweiften Klammern, sondern ein phi hier stehen in der Sache, was wir dort haben. Also wir haben keine eigentlich klassische Curly Braces-Sprache dann. Die sehen wir nur bei Prozessen, die geschweiften Klammern. Das heißt, wir haben hiermit die Situation ein if. Ja, und das heißt ganz einfach, es wird eine Alternative ausgewählt, ausgeführt und dann hinter das phi gesprungen. Das else nochmal zur Sicherheit ist dafür da, wenn keine dieser Bedingungen gilt. Also wenn x den Wert 15 hat zum Beispiel, dann skip heißt ganz einfach, mach nichts. Braucht man ab und zu, komme ich dann hier hin. Nächste Sache. Wenn ich das else hier weglasse nebenbei, oder wichtig, und x den Wert 15 hat, dann bleibe ich hier oben stehen beim if. Ich falle ja nicht durch. Also es ist nicht so, dass es ein implizites else gibt. Das else muss angegeben werden. Das ist anders als bei klassischen Programmiersprachen wie Java oder sowas dann. Also wir haben dieses if ist ein Spezifikationsteil, der von der Syntax anders aussieht und von der Semantik her sich deutlich anders verhält. Deswegen brauchen wir gegebenenfalls immer so ein else-Zweig. Muss natürlich nicht sein, mit der Gefahr, dass ich da stehen bleibe. Oder ich müsste das haben, hier x kleiner 10, x größer gleich 10. Ja. Und nochmal, es werden alle ausführbaren Alternativen bestimmt und nicht deterministisch eine ausgewählt. Boolsche Bedingungen nebenbei, die hier drin stehen, werden auch als ausführbar bezeichnet. Was ist ausführbar? Ausführbar heißt einfach, ich kann es ausführen. Und x kleiner 10 kann ich ausführen, wenn x den Wert kleiner 10 hat. Das heißt, Sie können sich das praktisch wie einen Befehl vorstellen, der als Seiteneffekt eigentlich nur hat, dass er stehen bleibt, wenn x nicht kleiner 10 ist. Wenn x kleiner 10 ist, ist das praktisch eine Art Skip-Befehl. Es wird nichts verändert, es wird nur einen Schritt weiter gemacht. X gleich x plus 2 ist auch ein ganz normaler Befehl und der ist einfach immer ausführbar. Das heißt, man kann hier ganz einfach fragen, welche der Alternativen ist ausführbar? Und dann wird die ausgewählt. Aha, wenn hier vorne nur irgendwas stehen wird und auf Ausführbarkeit geprüft wird, könnte ich hier gar nicht auch einfach dann schreiben, x gleich x plus 2. Könnte ich auch. Das würde heißen, ich kann diese Alternative immer wählen. Das heißt also, ich kann das, was jetzt hier so und da bis da steht, wegstreichen, hätte eine neue Spezifikation, wo ich dann immer die Alternative auswählen könnte. Das wäre so ähnlich, wie, als ob hier true stehen würde. True und dann folgt x gleich x plus 2. Aber true und file kann ich weglassen. File kann ich nebenbei immer sogar durch ein Semikolon ersetzen dann. Aber sieht netter aus und ist von der Logik für den Kopf her, glaube ich, besser. Deswegen lassen wir das erstmal so. Nebenbei, wenn hier nur x gleich x plus 2 stehen würde, hätte ich ja einen Zweig, der immer gegangen werden kann. Und dann
hat das ELS keinen Sinn mehr. Dann würde ich einfach hier nur garantiert niemals den ELS-Zweig nutzen, sondern immer hier nur einen dieser Zweige, die da sind, beim FIDAS ablaufen. Ja, das führt nebenbei dazu, dass das hier ein ganz normaler Spezifikationsanteil ist. Steht ja auch schon hinter, dass er durchaus Sinn macht. Was heißt das? Wenn da nur steht x kleiner 4, heißt es, ja, wenn das nicht im if oder so drin steht, heißt es, ja, ich erwarte, dass x größer 4 ist. Sorry. Also ich erwarte, dass x größer 4 ist. Und solange x kleiner gleich 4 ist, ja, warte ich hier. Dann gibt es hoffentlich einen Prozess, der von außen x, wenn es eine globale Variable ist, kein Problem ist, auf einen anderen Wert setzt. Ja, da macht es plupp und ich bin hier. Dann wird x auf 5 gesetzt und dann steht ja schon wieder x kleiner 3. Okay, das heißt, jemand muss anders muss den Wert auf kleiner 3 setzen, flupp. Und da muss jemand den Wert ganz genau auf 5 setzen. Gleich, gleich, normale Prüfung auf inhaltliche Gleichheit, was wir dort haben. Einfaches Gleich ist die Zuweisung, was wir gesehen haben. Ja, ja, else nur, wenn alle anderen Alternativen nicht möglich, aber trotzdem bitte einbauen. Also bei x gleich 22 oben und ohne else-Teil, nochmal zur Erinnerung, bleibt das beim if oben stehen. Pfeil und Semikolon, Syntaktik Sugar, den wir dort haben. Das mit den booleschen Bedingungen habe ich Ihnen hier nochmal aufgeschrieben mit einem neuen Beispiel. Gucken wir uns an. Zwei globale Variablen i und j. Ein Prozess p1, der macht i gleich i plus 2 und ah, da ist es. Wir warten darauf, dass j größer 0 ist. Sehen wir hier, ist nicht. Dann geben wir mal p1 aus, dann machen wir i gleich i plus 2, dann warten wir darauf, i ist kleiner 5 und dann geben wir wieder p1 aus. Und hier haben wir einen zweiten Prozess, der wartet darauf, dass i größer 0 ist. Das ist am Anfang auch definitiv nicht der Fall. J ist gleich j plus 2. I kleiner 5, printf, p2 und i gleich i plus 2. Und dann habe ich hier ganz einfach mal zwei Visualisierungen aufgemalt, sogenannte Message Sequence Charts, die genau auch die Befehle enthalten, was dort gemacht wird. Also die Ausgaben, hier hat man vielleicht sogar weglassen können, aber man sieht es dran. Hier sehen Sie ganz einfach dran, das ist Prozess p1 und das ist Prozess p2, heißen auch genauso. Und dann sehen wir dran, am Anfang kann immer nur i gleich i plus 2 passieren, weil der hier geht nicht. Ja, und dann könnte entweder das hier passieren, oder der hier könnte starten. Und hier ist mal ein Beispiel, da startet der andere. Macht mal i größer 0, j gleich j plus 2. Und fragt er dann, ist i kleiner 5 in der Sache? Gilt nebenbei nach wie vor, ist klar in der Sache. Aber jetzt ist einfach so, dass bei der Ausführung gesagt wird, oh, dieser Prozess ist mal wieder dran. Nicht Determinismus, zufällig. Also j ist größer 0. Geht jetzt ja, weil j den Wert größer 5, da j den Wert 2 bekommen hat, dann eine Sache. Ja, dann aber ist der andere Prozess mal wieder dran, macht dann sein P2, seine Ausgabe hier und macht Schicht im Schacht mit i gleich i plus 2. Ja, dann ist der hier dran in der Form, was wir hier haben. Dann haben wir eben hier, was stehen, j größer 0. Der macht jetzt hier eben P1 und macht jetzt noch i gleich i plus 2. Und dann muss man mal ganz kurz mal überlegen, was ist da eigentlich bis dahin passiert? Gucken wir uns das mal an. Dann hat der hier i gleich i plus 2 gemacht. Der hier i gleich i plus 2. Und der hier i gleich i plus 2. Das heißt, i hat den Wert 6. I kleiner 5 ist nicht. Mein Programm, dieses hier, kann ich terminieren. Ich bin hier in einem Deadlock drin, weil ich hier nicht weiter rauskomme. Das heißt also, da kann nichts mehr weitergehen. Schade eigentlich. Hier habe ich mal eine andere Ausführung. Gucken wir uns das mal an. Also eine von vielen. Denken Sie mal dran, das sind viele. Dann in der Form. Ich fange an mit i plus 2. Der sagt i größer 0. Das kennen wir. J gleich j plus 2. Das ist also auch kein Problem. Jetzt ist der hier mal dran. Macht mal j größer 0. Ist ja ganz toll. Gibt das aus. Macht i gleich i plus 2. Macht i kleiner 5. Und macht printf und Schicht im Schacht. Der ist zu Ende. Also p1 kann sehr wohl auch terminieren. Ja, dann sind wir bei dem hier dran mit i kleiner 5. Da muss man da mal gucken. Dann sieht man mal, i kleiner 5. Ja, funktioniert hier auch noch. Dann machen wir p2 die Ausgabe. Und dann machen wir i gleich i plus 2 hier hinter nochmal. Oh, funktioniert auch. Hey, beide Prozesse terminieren. Das heißt, die Frage, ob dieses System immer terminiert ist, mit Nein zu beantworten, hat es eine Chance zu terminieren, ist mit Ja zu beantworten. Sie merken langsam, dass wir in den Bereich verteilter Systeme hineinkommen. Über den Zustandsraum habe ich schon ein bisschen was erzählt. Ich werde das auch noch genauer machen, wenn wir da mal technisch drauf eingehen, so ein bisschen, was da eigentlich passiert beim Model Checking. Aber Sie haben sicherlich schon gemerkt, aha, es geht darum, dass man nicht sehr große Datenbereiche hat. Also Zustandsräume, die irgendwie im Bereich von 10 Millionen Zuständen laufen, das geht alles noch. Aber irgendwann dahinter, natürlich abhängig von der Hardware, die Sie haben, kommen irgendwann Grenzen. Deswegen sollte man genau überlegen, welche Typen man nutzt. Und deswegen gibt es hier drin im Promelar die Typen, die man kennt, aber auch vielleicht noch ein ganz paar mehr. Da der boolesche Typ wird relativ plump mit 0 und 1 gemacht, ist eigentlich ein Synonym für Bit.
Also ob Sie Bit oder Bool schreiben und 0 und 1 zuweisen, ist wurscht, dann in der Form, was man dort hat. Byte geht von 0 bis 255. Shen kennen wir noch nicht. Kommunikationskanäle. Ah, wir werden sehen, dass Prozesse miteinander reden können. Davon kann es also 255, nicht 256 geben. Dann kann es eine Aufzählung geben. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Eine Enumeration. M-Type. Aha. 1 bis 255. Okay. Ja, also nicht 256 Werte, sondern man muss auch die Möglichkeit haben, nichts zu haben. Deswegen 255. Process-ID. Oh, den haben wir mit dem Underscore davor schon kennengelernt. Genau. Das ist der Typ dieser Variablen, die wir dort haben. Kann man vereinfacht auch als Int-Wert nutzen dann in der Form. Genau, der sehen wir von 0 bis 255. Denken Sie dran, der Init-Prozess, auch wenn es nicht gibt, nimmt immer eine Nummer mit ein. Ja, dann gibt es für eben ganze Zahlen noch Short und Int. Und wir haben keine Float-Zahlen oder Double-Zahlen. Wenn wir das haben wollen, müssten wir das annähern. Aber da haben wir natürlich die Schwierigkeiten, dass die sofort den Zustandsraum explodieren lassen. Deswegen, ja, wenn Sie auch von Double-Zahlen stark abhängig sind, werden Sie da nicht mit weiterkommen. Und es gibt noch die Variante unsigned und da kann man eben etwas hineinschreiben. Da sehen Sie hier dran, unsigned x Doppelpunkt 5. Damit sagt man einfach, ich habe 5 Bits. Positiv, das heißt ab 0 sind das dann eben bis 31, 32 Werte, die man haben kann. 2 hoch 5 passt wohl dann davor. Dann gibt es noch jede Menge Operatoren, die kennen Sie auch schon aus anderen Programmiersprachen. Und es gibt eine Reihenfolgenpriorität, die es gibt. Grundregel ist, im Zweifelsfall setzen Sie Klammern. Das ist immer okay. Und das gilt auch beim Model-Checking hier, wenn Sie nicht genau wissen, in welcher Reihenfolge. Also auch hier gilt Punkt vor Strichrechnung, aber das muss man nicht wirklich wissen. Vielleicht noch als Randnotiz erkennen wir dran, oh, wir sind relativ hardwarenah, wir können Bits shiften. Das ist auch immer ganz schön. Und wir haben die Möglichkeit, hier Bit Komplemente zu machen, zum Beispiel für Integer-Zahlen. Also wenn Sie da was drin kodiert haben, jo, kann man das durchaus locker flockig damit machen, in der Form, wie das aussieht. Deswegen gibt es da also einige paar Möglichkeiten auf der Bit-Ebene, mehr als man vielleicht sonst standardmäßig erwarten würde. Ja, gucken wir uns das nochmal an mit der Summenberechnung. Die habe ich jetzt mal ein ganz bisschen optimiert. Sie erinnern sich daran, dass ich gesagt habe, gucken wir mal den einen Prozess an und den anderen müssen Sie selber sich angucken. Generell natürlich sinnvoll und richtig. Aber Kleinigkeit, das kann man natürlich irgendwie sagen, die sehen so ähnlich aus, kann ich das nicht auch in einen Prozess reinbauen? Ja, und das einzig wirklich Wichtige auf der Folie, gebe ich ehrlich zu, ist das hier. Prozesse können parametrisiert sein. Bedeutet im Klartext, man kann ihnen einen Wert übergeben oder mehrere Parameter hier übergeben. Werteübergabe ist das dann in der Form. Das hier ist genau das Gleiche, was wir gerade schon gesehen hatten in der Form. Nur, dass wir eben die Variable x am Anfang auf den Startwert von hier setzen. Und der Init-Prozess sehen wir dran. Wir können auch mehrere Prozesse mit Run starten. Die müssen nicht mit Active starten. Weil bei Active-Prozessen, ja, kann man sich vorstellen, Parameter machen nicht so viel Sinn. Da man Active-Prozesse theoretisch auch mit Run noch weitere zusätzliche starten kann, gibt es auch die runden Klammer mit Parametern bei Active-Prozessen. Also deswegen muss man da so ein bisschen aufpassen. Ja, lass uns mal ein Beispiel angucken. Hier habe ich ganz einfach nur was Wildes aufgeschrieben und ich würde es Ihnen nicht vorlesen. Wir gucken nochmal ganz kurz drüber. Ah, da haben wir unsere Konstante, ändern unsere Textersetzung, Bytewert in x gleich 0 und y. Dann ein if-do-Spiel, eine do-Schleife, relativ wild, kleiner und 10, wird es einen erhöht, dann weitere Alternativen und es gibt die Möglichkeit, mit else hier irgendwann rauszuspringen. Dann gibt es doch ein if mit einer Überprüfung x kleiner 10, dann macht das und hier gibt es auch noch ein else, was da steht. Okay, da wird y irgendwie verändert. Dann gibt es das, oh, das kennen wir noch nicht, nochmal Doppelpunkt. Das ist eine sogenannte Sprungmarke. Die brauche ich für Go-To-Befehle. Go-To-Befehle will man eigentlich im Programmieren nicht haben. Go-To considered harmful kennen wir irgendwie von 1970, dass das keine gute Idee ist. Aber da wir ja relativ hardware-nah sind, ja, gibt es das trotzdem. Es gilt generell immer, eine Spezifikationssprache bietet Ihnen was an, was Sie nutzen können. Wenn Sie es nicht haben wollen oder brauchen, nutzen Sie es nicht. Gilt auch für Nicht-Determinismus. Sie können auch ein ganz normales sequenzielles Programm damit beweisen wollen. Ja, also das ist eine Sprungmarke und wir sehen, wir haben einen Go-To-Befehl, um dahin zu springen. Nebenbei, das Go-To kann man auch ab und zu noch nutzen, weil es auch Ideen gibt, vielleicht aus anderen Sprachen, Programmiersprachen oder grafischen Sprachen, die zum Beispiel automatenbasiert sind, nach Prumela zu übersetzen, und um da was zu beweisen. Da können dann Go-To-Befehle relativ schön
sein, dass die dann eben hilfreich sind. Also deswegen steht hier drin, Übersetzung ist auch eine Sache. Deswegen ist es schön, dass wir ein GoTo haben, dann in der Form. Ja, Active haben wir, glaube ich, schon kennengelernt. Ja, und jetzt müssen Sie ganz einfach mal überlegen, von Hand, welche Werte kann X und Y maximal annehmen? Was kann eventuell sogar Schräges hier passieren, dann in der Form, wenn man sich das anguckt? Insbesondere bei den X-Werten, da müsste man sogar noch eine Frage beantworten. Das ist also relativ spannend, selbst wenn Sie es nur einmal durchaus, wenn Sie nur einen Prozess haben. Ja, und dann muss man natürlich überlegen, wie man eventuell dann Ihren Behauptungen nahe kommen kann. Wie man das macht, gucken wir uns aber am Werkzeug an. Das heißt, wir werden uns jetzt mal mit einem Werkzeug beschäftigen, mit dem wir unsere Spezifikation ausführen können und mit dem wir dort spielen können.